Hallo und herzlich willkommen zurück zu Frambo. Ja, ich weiß ehrlich nicht, was ich hierzu noch sagen soll. Ich drück einfach mal auf die Pillen, ne? Ah, warte. Ich weiß nicht, ob das was bringt, ne? Aber ich mach mal das Fenster zu und geh nochmal rüber. Man weiß ja nie, was für dubiose Änderungen das, was für die dubiosen, Änderungen wollte ich jetzt nicht sagen, aber ja, okay, es hat halt nichts gebracht. Ach, da springt ihr einfach gleich runter, ja, eiskalt, die Dame, eiskalt. Ja, nun lassen wir das Fenster eben zu. Haben die so einen leichten Fleischfetisch? Gepaart mit Lieblingsfarbe Blau? Das bringt keine guten Erinnerungen zurück. Okay, ja, Fleisch. Also, oh, okay, ja. Ja, hier brauchen wir bestimmt auch irgendwas Dubioses. Die Tasche riecht komisch. Die fasse ich nicht an. Bohnen mag ich nicht so gerne. Salz, eine sehr gute Zutat. Für was? Riecht wie das Gras, das wir im Garten hatten. Oh, es ging auf. Und was ist da drin? Ew. Was für ein komisches kleines Ding. Sieht aus wie ein Samen? Konnte ich schon wieder lesen. Ich frag mich, wer der Champignon-Junge ist. Was? Ich frag mich, wer der Champion ist, wenn... Ich frag mich, wer der Champion ist, denn er ist der Champignon oder Champignon und Champion. Andersrum, also, warte. Das ist immer so blöd, wenn ich rate. Ich frag mich, wer der Champignon... Oh Gott, das ist ein Zungenbrecher. Für mich jedenfalls. Jetzt drücke ich da zum 15. Mal drauf. Ich frage mich, wer der Champignon ist. Champion. Okay, ja. Champion ist das zweite, Champignon ist das erste. Wer der Champignon ist, denn er ist der Champion. Und das ist so schlecht, weil ich das jetzt 20 Mal gesagt habe, weil ich so verwirrt von dem Satz jetzt war. Eichhörnchenteile? Das will ich gar nicht wissen. Ich auch nicht. Mein Kätzchen spielt gerne mit Oliven. Ich glaube, er hält sie für Insekten. Wenn hier Knoblauch ist, gibt es keine Vampire. Das ist ja schon mal gut. Hallo? Okay. Das ist schon wieder was, was man nicht antatschen kann. Pfeffer! Immer gut, um die Suppe zu würzen. Reis? Ich nehme niemandem das Essen weg. Zumindest nicht alles. Nochmal wohnen? Ich nehme niemanden mehr, bla 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 bla. Und das ist... What? Keine Ahnung. Ich kann auch nicht erkennen. Ist einfach. Nee, wie heißt das? Diese gelben Dinger. Aber ich glaube nicht, dass es die gelben Dinger sind, wo ich jetzt nicht mal auf Deutsch weiß, wie die heißen. Von Betonung des Wortes. What? Habe ich ganz gerade gesagt, ja. Oh, manchmal, ne? Was für eine hübsche Dose. Ja, die ist hübsch. Aber ich habe Angst hier. Was ist das? Streichhölzer? Okay, ja, wir können mal gucken. Ich habe Streichhölzer, um Licht zu machen. Oder etwas anderes, das ich nicht lesen konnte. Eine Streichholzschachtel mit vielen Streichhölzern. Ein seltsamer Samen. Ich frage mich, welche Blume daraus wachsen wird. Ich würde es gar nicht wissen. Salz und Pfeffer. Gut, um leckere Suppen zu würzen. Okay, wir haben jetzt sowas. Und sie hat angedeutet, dass wir Feuer machen können damit. Okay. Wieder aus. Brett geht nicht. Blumentopf. Sieht wie eine Pflanze aus. Nein. Echt? Ja, gut, haben wir geklärt. Oh, ein tanzender Bär. Er hat keine Schuhe. Ja, möchte ich, dass er Schuhe hat? Ich glaube nicht. Die riechen nicht. Müssen Plastikblumen sein. Ein Hocker.
Ich setz mich nicht hin. Okay. Ich habe ein bisschen Angst, aber... Gänsehaut ist schon, bevor ich überhaupt aufgedrückt habe. Anscheinend bin ich dauerhaft im Brunnen. Diese Möglichkeit können wir also total knicken. Und wie ich Gänsehaut habe... Oh Gott, ja, das wird nicht... Oh ja. Es wird und wird nicht besser. So ein kleines Haus am Ende der Welt. Kann man wohl so bezeichnen. Ein Strandspaziergang würde nicht lange dauern. Manchmal sagt sie so kluge und auch verstörende Dinge gleichzeitig, ja. Das war jetzt nicht ganz verstörend, aber ich weiß nicht, auf eine irrsinnige Art und Weise ist es echt schlau. Scheinbar lebt hier jemand. Sie haben einen Kamin. Das macht mir Sorgen. Das war eine seltsame Frau. Ich mag die blaue Rose. Ich habe noch nie eine Rose im Meer gesehen. Bestimmt eine alte Geschichte. Vielleicht gab der Mond ihr diese Rose, weil er sie liebt. Ja. Ist schick. Oh Gott, okay. Ihre Gesichter kommen mir bekannt vor. Aber ich bin mir nicht sicher. Könnte es sein? Das ist nicht meine Tasse. In der Teekanne ist gar kein Tee. Okay. Zucker in vielen Farben. Lecker und wunderschön. Mit Karamellsoße drüber. Süße Süßigkeiten. Dieser Kuchen sieht verdammt lecker aus. Schokoladenkuchen, mein Lieblingskuchen. Soll ich? Okay. Ist das ein fliegendes Schwein? Jetzt verstehe ich, was der Hirsch im Krankenhaus wollte. Ich nicht. Was? Eine Vase, um Blumen reinzustellen. Das ist... Da ist Asche drin. Oh Gott, ja. Toll. Da ist Asche drin. Eine Blumenvase mit Aschen drin. Asche, Asche, immer dasselbe. Gemütlich und warm. Ich könnte hier Dinge verbrennen. Dinge, die ich nicht brauche. Nur so spaßeshalber? Okay, kann ich nicht tun. Na gut. Feuerholz, das darauf wartet, verbrannt zu werden. Okay. Also ich habe schon mal so eine kleine Idee, ne? Nicht besonders groß, aber das machen wir einmal. Benutzen. Tatsächlich, Feuer. Weiß ich, das machen wir noch. Benutzen. Ach ne, untersuchen habe ich gerade gedacht. Benutzen. Ja, darauf. Okay, ja. Aber das. Darauf. Ich glaube, ich sollte zuerst Wasser in den Topf tun. Ah, okay, warte. Ich weiß halt nicht, warum wir das hier alles überhaupt machen sollen, aber. Logik, ne? Machen wir Wasser in den Topf. Mach aus. Wasser im Topf. Fertig zum Kochen. Was willst du kochen? Wir machen gleich mal so. Benutzen und draufstellen. Mal sehen, was muss ich noch tun? Einige Zutaten fehlen. Ich hoffe, ich mache alles richtig. Was willst denn du da reinballern? Was ist das? Backpulver. Ich muss ein Rezept finden, aber Hauptsache, sie hat jetzt erstmal hier so... Ja, okay. Gut.
Dann werde ich jetzt einmal die Pillen nehmen. Ich habe Angst. Oh mein Gott, bitte. Ach ja, es brachte ja gar nichts. Okay, sorry. Mein Beileid an mich selbst. War ja sehr effektiv. Oh. Toll. Klasse. Brennende Kerzen. Uah! Viele kleine Gemälde und da ist eine Katze. Wenn ich groß bin, werde ich viele Katzenbilder an der Wand haben. Andere Dinge auch, aber ich bin nicht groß. Bin noch nicht groß? Ich weiß nicht. Ich. Oh mein Gott. Huh. Gänsehaut. Oh mein Gott, der Geruch. Armes Mädchen. Wer hat ihr das angetan und warum? Ich muss vorsichtig sein und mein Kätzchen mich beschützen. Okay, Blaubeeren. Der Blaubeerenbaum. Hä, ist nicht das hier dieser Typ? Hä, warte mal. Ist das die große Ameise aus dem Wald? Schaut sehr danach aus. Er könnte es sein, nur etwas jünger. Jens. Ich glaube, den Namen habe ich schon mal gesehen. Okay. Oh, ein Plattenspieler. Ich frage mich, ob er funktioniert. Oh, er funktioniert. Ich sollte lieber leise sein. Ja, das glaube ich auch. Hi, Eule. Eulen und Katzen ähneln sich ein bisschen. Beide sind neugierig. Beide töten Mäuse. Ihr Gesichtsausdruck dabei. Alter Finne. Und beide sind gute Begleiter von Hexen. Yes. Da sind viele Bücher und Dinge auf dem Regal. So viele, dass mir ganz schwindelig wird. Ich lasse das hier. Oh, eine Schreibmaschine. Und sie funktioniert. Ich glaube, ich könnte etwas schreiben, aber ich brauche Papier. Und einen guten Autor muss erst wissen, was er schreibt. Und ein guter Autor muss erst wissen, was er schreibt. So. Warte mal, ich weiß ja nicht so, ne? Aber. Ja, ich habe das Ding jetzt gerade mit Fran benutzt. Wie toll. Vincent. Klappt nicht. Das Fenster. Nein. Okay. Ich kann jetzt hier hoch. Oder drüben hoch. Auf und davon. Ja. Nice, warte. Erstmal hier. Besen. Und gleich mal eingesackt. Ein Besen, um wegzufliegen. Oder um sauber zu machen. Die Asche könnte man wegmachen. Was ich jetzt erst sehe, sind hier diese Augen. Ach du Scheiße. Und guck mal hier. Totenkopf, Ziegenkopf. Na? Kennen wir doch irgendwo her. Ein Monster, das Ziegen mag. Die Ziege sieht wütend aus. Ich glaube, er ist kitzlig. Oder genervt. Ja, genau. Die Schwestern, sie sehen sich so ähnlich. Rosa und Blau, genau gegensätzlich. Was ist denn da rosa und blau? Eventuell die Schleifen oder was? Die Schublade ging auf. Mal sehen, was drin ist. Schwarze Kerzen, um die Dunkelheit zu beleuchten. Entschuldigung, ich wollte jetzt hier nichts abfackeln. Kombiniere. Ich möchte meine kleine Handtasche nicht verbrennen. Ja, das habe ich jetzt auch nicht so ganz erwartet. Ja, eine Klospülung. Eine gemalte rote Rose. Will ich an der Klospülung ziehen? Ich glaube nicht. Wir warten noch. Ich habe Angst. Oh ja, ich weiß, warum ich Angst haben sollte. Ach du Scheiße. Bäh! Da
Das ist das Monster. Und so viel Blut. Dann bin ich wohl nicht die Einzige. Gott. Hält er da einen Kopf? Ich muss vorsichtig sein. Dann bin ich wohl nicht die Einzige, die ihn sehen kann. Das sieht wie ein sehr altes Gemälde aus. Eine Mami, die zwei Babys hält. Ich frage mich... Manche Sachen spricht sie auch nicht aus, obwohl sie echt viel raushaut. Überall weiße Kerzen. Ich werde mich nicht hinlegen und schlafen, wenn ich zu Hause... Ich werde mich hinlegen und schlafen, wenn ich zu Hause bin. Manchmal, ne? Ach Gott, Gott. Was ist das hier? Das Parfüm riecht wie Teenager. Wie riechen denn Teenager? Boah, ich glaube, ich werde sehr mädchenhaft, wenn ich groß bin. Bestimmt? Schön, sehr mädchenhaft. Ich frag mich, was das soll mit den Puppenköpfen und den Rosen. Ich glaube, eines Tages finde ich es heraus. Puppen sind wie leere Menschen. Gute Umschreibung. Ah, überall Wasser. Ich fühle mich so hilflos. Theoretisch könnten wir in diesem Haus sein, Anführungsstriche oben. Das auf dieser Insel, Anführungsstriche oben, steht sein. So, im Sinne, ne? Keine Ahnung. Puh, Gott, ich habe Dauergänsehaut, das nicht auch sollen. Bäh, diese Spielzeuge sind so hässlich. Ich hoffe, das haben sie nicht gehört. Ja, ich hoffe auch. Ich will nicht, dass sie mich fangen und töten. Ich auch nicht. Danke. Hallo, Puppe. Wer hat dich denn gefangen? Ich hoffe, mir passiert so etwas nie. Hängt da so ein bisschen an so einem Strick mäßig, ne? Ich glaube, wenn ich clever genug bin, wird auch das auch nicht passieren. Das ist echt creepy. Okay, ich dachte, das geht vielleicht noch. Und den Spiegel, den habe ich mir aufbewahrt. Oh Gott, bitte. Ein Spiegel? Aber warum ist mein Spiegelbild nicht da? Hallo? Der Spiegel tut nicht, was er soll. Er hat ein kleines Schlüsselloch. Vielleicht ist er nur Dekoration. Ja, da oben. Habe ich einen Schlüssel? Nö, Besen. Was soll ich mit dieser Kammerjägerkarte? Ich mache das echt ungern. Oh Gott. Oh, eine Leiter. Vielleicht ist Mr. Midnight oben. Da gehe ich noch nicht drauf. Doch, warte, das machen wir. Oh Gott. Please. Kombiniere das und das. Oh Gott, ich hab Angst. Mr. Midnight, wo bist du? Ich kann kaum etwas sehen. Oh Gott, ich will das nicht. Scheiße, es bewegt sich. Okay, wir fangen hier hinten an. Ist mir sicherer. Hey, Ratte. Herr Ratte, es ist Zeit aufzustehen. Einige Platten. Die Spielzeuge auf dem Dachboden sind immer so traurig. Sehr verständlich. Ich möchte nicht auf dem Dachboden versauern. Oh Gott. Ganz viel Kleinkram. Ist das der Kopf eines Engels? Aus wie so eine Schneekugel, ne? Ein verstaubter Spiegel und ein paar andere Dinge. Ich stecke meine Hände nicht in die Kiste. Da sind bestimmt tausende Spinnen drin. Ja, das denke ich auch. Das ist ein großer Regenschirm. Jo. Ich mag mein Kleid, aber die sind auch schön. Ich glaube, die brauche ich nicht.
Ich hoffe, niemand steckt hinter der Maske. Eine hübsche Puppe. Ich mag ihren Haarschnitt. Warum sitzt du hier? Es gibt doch so viele Puppen zum Spielen. Aber ich werde mit keiner von ihnen spielen. Die sehen gruselig aus. Es gibt irgend so eine Geschichte, die habe ich jetzt gerade leider nicht im Kopf, aber zu solchen Puppen mit solchen Haarschnitt. Also so asiatische Puppen mit solchen Haarschnitt. Das ist creepy. Gott, geh da nicht so nah ran, meine Fresse. Nur ein Hut. Ein Skorpion. Skorpione machen mich nervös. Sie haben immer ihren Hintern hoch, oben um dich zu stechen. Vielleicht ist es ein Sternzeichen. Ich bin Schütze. Ja. Okay. Oh, schauen wir mal. Die Schwestern. Sie haben die gleiche Jacke wie im Krankenhaus. Aber wenn es Schwestern sind, warum sind sie so alt? Ich habe Angst vor dem, was im Käfig ist. Füchschen, oh nein, ich wünschte, ich könnte dich da rausholen. Ich glaube, das bringt es auch nicht. Oh, das ist so fies. Was haben die für ein Problem, armes kleines Füchschen? Ich hoffe, eines Tages finde ich einen lebenden Fuchs zum Reden. Oh mein Gott. Oh, hallo, kleine Babys. Wer hat euch zusammengenäht? Sieht so aus, ob es weh tut. Nicht weinen, ja? Ihr solltet lächeln und nett sein. Zeit zum Schlafen. Oh Gott. Okay, sie haben aufgehört zu heulen. Das ist schon mal nett. Oh Gott. Diese Schuhe sind mir zu groß. Eine Hasenpuppe. Wartest du auf Ostern? Legst du Eier oder klaust du sie von einem Huhn? Und wie werden die Eier zu Schokoladeneiern? Oh mein Gott. Ich dachte schon, das wäre das Schlimmste, ne? Aber... Gott. Mr. Midnight, bist du hier, Kätzchen? Miau. Du bist es. Oh mein Gott, mein geliebter Freund. Ich habe dich gefunden. Fran, bist du es wirklich? Oh Mann, endlich! Oh mein Gott, ich habe Angst. Ich bin es. Komm näher, bitte. Lass mich dich ansehen. Oh Gott, bitte nicht. Oh Gott, bitte nicht. Oh Gott, bitte nicht. Oh Gott, das ist nur eine Katze. Oh Fran, ich bin so froh, dich zu sehen. Ich habe dich sehr vermisst. Ich habe von dir geträumt. Und hier bist du. Danke, dass du nicht aufgegeben hast. Ich liebe dich. Oh. Ich liebe dich auch, Mr. Midnight. Und ich habe dich wirklich vermisst. Oh, liebe Fran, wie hast du diesen Ort gefunden? Als diese Leute dich in den Wald fortgeschleppt haben, habe ich versucht, ihnen zu folgen. Aber ich habe mich verlaufen. Meine Sinne waren zu schwach, um dich zu finden. Ich habe versucht, etwas zu Futter zu fangen, um mich zu erholen, aber etwas ist passiert. Jemand nahm mich und steckte mich in diesen Käfig. Oh, mein Liebling, ich werde diesen Käfig öffnen. Wir müssen zu Tante Grace. Fran, ich bin sehr müde. Ich wünschte, alles wäre nur ein schlimmer Traum. Alles wird gut werden. Wir müssen nur hier raus. Fran, kann ich dich etwas fragen? Klar, Mr. Midnight. Was ist los? Hast du meine Präsenz in deinen Träumen gespürt? Ja, habe ich. Du hast gesagt, ich solle die Medizin nehmen und dich finden. Welche Medizin, Fran? Ich habe nicht wirklich mit dir gesprochen. Ich glaube... Jemand hilft uns, zusammenzufinden. Jedes Mal, wenn ich von dir träumte,
fühlte ich die Präsenz von etwas anderem. Wirklich? Was für eine Präsenz? Ich würde sagen, es war nicht menschlich, aber es war sehr friedlich und nett. Nun, was auch immer es ist gut und es führte uns zusammen. Fran, hast du das gehört? Hast du? Oh, ich schau mal. Ich versuche, den Schlüssel zu finden und dich zu befreien. Ich liebe dich. Okay. Wir haben Mr. Midnight also gefunden. Sehr emotional. Und echt creepy, was hier los ist. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir wieder in den Brunnen landen, aber ich versuche es mal. Oh! Wir sind runtergeplumpst. Wir steigen höher. Okay. Ja, ich drück das mal wieder. Oh, ihr habt mich erschreckt. Ich dachte, hier lebt niemand. Okay, das war jetzt überraschend. Ja, und wie es weitergeht, würde ich sagen, sehen wir in der nächsten Folge. Und wenn ihr Bock habt, sehen wir uns dort wieder. Bye bye, ihr Lieben.